Herzlich willkommen zu meinem neuen Lieblingsvideo. Der eine oder andere hat sich bestimmt in den letzten Videos gewundert, warum es denn so aussieht, als wenn ich hier an einem Tisch sitzen würde. Aber nein, ich sitze nicht an einem Tisch, sondern ich stehe. Aber nicht nur das macht diesen FlexiSpot EG8 Tisch so besonders, sondern auch noch mehrere andere Sachen, die ich euch gleich erzähle. Nach dem Intro geht's los. Nach der Bestellung kommen ein paar Tage später zwei Kartons bei euch an. Diese sind jetzt nicht gerade besonders leicht, aber ich habe die bei uns mit ein bisschen Anstrengung auch problemlos in den dritten Stock bekommen. Beide Pakete wiegen jeweils etwas über 20 Kilogramm. Vorne außen auf dem Karton ist auch die Reihenfolge aufgedruckt. Im Grunde ist sie aber natürlich egal. Am besten packt ihr beide Kartons gleich hintereinander aus. In dem einen Paket ist die Tischplatte drin und in dem anderen das Tischgestell, das Stromkabel in zwei Ausführungen übrigens. Für unsere deutschen Steckdosen ist aber auch das passende glücklicherweise dabei. Ein Sechskantschlüssel zum Aufbauen, alle Schrauben, die man braucht und die Aufbauanleitung natürlich. Nun schraubt man nur noch unten an die Tischplatte das Tischgestell heran und dann noch die beiden Füße an das Tischgestell. Fertig. Beziehungsweise fast fertig. Jetzt noch den Tisch richtig umdrehen, nur noch die Motorbox an die Steuerungsbox anschließen und das Stromkabel mit dem Netzteil verbinden. Und schon kann der Spaß beginnen. Wie ihr, glaube ich, bemerkt habt, geht der Aufbau recht schnell vonstatten und falsch machen kann man auch nicht wirklich was. Den EG8 gibt es wie hier in Schwarz zu erwerben oder eben auch in Weiß. Die Tischplatte besteht oben aus gehärtetem Glas und hat abgerundete Kanten. Hier ist wirklich überhaupt nicht scharf. Hier kann man hier komplett mit dem Finger lang gehen. Alles super verarbeitet. Glas hat ja seine bekannten Vor- und auch Nachteile. Wer keine Glasplatte haben möchte, kann trotzdem gerne mal bei FlexiSpot vorbeischauen, denn die bieten noch viel mehr höhenverstellbare Tische an, auch mit verschiedenen Tischplatten. Meine Tischplatte ist übrigens 120 x 60 cm groß und daher passt der Tisch auch in kleinere Zimmer ganz gut rein. Das Feature, wofür FlexiSpot bekannt ist, haben wir hier natürlich auch verbaut, und zwar zwei Hubsäulen rechts und links, denn wir haben hier einen elektrisch höhenverstellbaren Tisch. Ihr könnt euch die Höhe je nach Belieben immer wieder aufs Neue aussuchen. Zwischen 72 und 121 cm ist alles möglich. Ich bin 1,80 Meter groß und wenn der Tisch auf voller Höhe ist, dann lässt es sich super im Stehen arbeiten. Und um ehrlich zu sein, bin ich auch viel, viel, viel effizienter im Stehen und es ist auch gesünder, als den ganzen Tag nur auf dem Stuhl zu sitzen, was ich vorher eigentlich die meiste Zeit gemacht habe. So kann man sich wenigstens mal ein bisschen bewegen beim Arbeiten oder auch beim Lernen. Also für Studenten finde ich das auch eine sehr, sehr, sehr gute Lösung. Dank den zwei Hubsäulen kann man schnell zwischen Sitzen und Stehen hin und her wechseln. Dadurch bin ich, wie erwähnt, sehr flexibel beim Arbeiten und der Tisch sieht trotzdem, also man stellt sich das dann immer so ein bisschen, so einen elektrisch verstellbaren, höhenverstellbaren Tisch, so habe ich es mir jedenfalls vorgestellt, recht unmodern und sieht irgendwie nicht schön aus. Aber ich finde, dieser Tisch sieht dennoch halt modern aus. Ihr habt hier nämlich nicht irgendwie eine altmodische Kurbel verbaut, um den Tisch hoch und runter zu stellen, sondern ihr habt hier ein schönes integriertes Bedienfeld auf der rechten Seite, wo ihr alles in Sekundenschnelle steuern könnt. Beim Bedienfeld habt ihr ein Display, 7 Tasten, 2 USB-A-Anschlüsse und 1 USB-C-Anschluss. Die ersten beiden Tasten mit den Pfeilen sind zum manuellen Hoch- und Herunterfahren der Tischplatte da. Die 4 der nachfolgenden Buttons sind 4 programmierbare Höhenvoreinstellungen. Hier könnt ihr problemlos 4 verschiedene Höhen einprogrammieren und müsst dann nicht schrittweise mit den vorderen Tasten von zum Beispiel ganz unten nach oben die Taste gedrückt halten. Der schwarze Button ganz rechts ist eine eingebaute Kindersicherung. Wie ihr euch denken könnt, können hiermit die anderen Tasten gesperrt werden und beispielsweise ist nun eurem Kind nicht mehr möglich, den Tisch problemlos nach unten oder oben zu fahren. Das, was mir jetzt aber dann noch den Rest gegeben hat, neben den Sachen, die ich euch jetzt schon erzählt habe, die ich auch schon cool finde, also warum ich diesen Tisch dann unbedingt haben wollte, ist die Möglichkeit, bis zu 3 Geräte gleichzeitig an dem Tisch laden zu können. Integriertes, kabelloses Laden am Tisch wäre natürlich auch noch nett, ich hätte nichts dagegen gehabt, aber ich habe so viele Testgeräte oder auch Privatgeräte, die kabelgebunden geladen werden müssen. Daher finde ich das schon sehr, sehr, sehr cool, dass FlexiSpot überhaupt daran gedacht hat. Und vor allem finde ich das mega praktisch. Aufladen ist bis zu 2,4 Ampere möglich. Und die Ladekabel könnt ihr dann zum Beispiel auch super in der praktischen ausziehbaren Schublade verstauen, die sich in der Mitte der Tischplatte versteckt. Insgesamt kann man sagen, beim EG8 wurde der Platz sehr gut genutzt. Was ich noch nicht erwähnt habe, aber was ihr bestimmt geahnt habt, ist, dass der Rest des Tisches aus massivem Stahl besteht. Man merkt auf jeden Fall die gute Qualität, zum einen bei der Verarbeitung und aber eben auch bei der Materialwahl. Das kostet aber natürlich auch ein bisschen was. Wer
öfter schon mal Möbel gekauft hat, weiß, dass Möbel einfach sauteuer sind. Aktuell um die 300 Euro und ich finde, das geht sogar noch. Also wenn man den 20 Euro Gutscheincode im FlexiSpot Online-Shop verwendet. Auf Amazon gibt es den EG8 aber auch. Da müsst ihr einfach dann mal hin und wieder reinschauen, ob dieser Tisch dort gerade teurer oder günstiger ist als im FlexiSpot Online-Shop. Ich verlinke euch aber beide Links unten in der Videobeschreibung. Die Tragfähigkeit wurde von FlexiSpot mit 50 Kilogramm angegeben und außerdem hat der EG8 auch noch eine Auto-Stopp-Funktion. Das heißt, wenn er auf einen Widerstand trifft, dann stoppt automatisch der Motor und die Tischplatte fährt auch noch mal ein Stückchen wieder zurück. Damit will ich jetzt eigentlich auch direkt zu meinem Fazit kommen. Ich kann den FlexiSpot EG8 auf jeden Fall empfehlen. Wir haben hier eine Glasplatte oben, das ist Geschmackssache, muss jeder selbst wissen. Aber vor allem die Kombination aus höhenverstellbar und den drei USB-Anschlüssen hat mich überzeugt. Bei der Verarbeitung und den Funktionen habe ich nichts zu meckern, auch jetzt nicht nach ein bisschen über 2 Wochen Nutzungsdauer. Ich finde auch, dass das Hoch- und Herunterfahren angenehm von der Lautstärke ist. Ich meine, das hört ihr wahrscheinlich jetzt gerade auch. Ich finde, es geht vollkommen klar. Ich habe mir das sogar ein bisschen lauter vorgestellt, muss ich zugeben. Und insgesamt geschieht der Vorgang eben auch schön einfach, ruckelfrei sowie schnell. Wenn ihr diesen Tisch als PC-Schreibtisch nutzen möchtet, dann ist das auch recht praktikabel. Es gibt Monitorhalterungen, die man dazu kaufen kann von FlexiSpot. Es gibt PC-Halterungen, wo man den PC reinstellen kann, damit dann der PC mit hochgefahren wird, wenn der Tisch hochgefahren wird. Weil meistens, wenn der PC auf dem Boden steht, dann reicht die Kabellänge ja nicht aus, während der Tisch hochgefahren wird. Ihr müsst bei der PC-Halterung nur darauf achten, ob das auch kompatibel ist für den Tisch, den ihr euch ausgesucht habt, zum Beispiel bei FlexiSpot. Das war an sich alles, was ich euch erzählen wollte. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr ganz gerne die unten in den Kommentaren stellen. Aber jetzt bleibt mir nichts weiter mehr übrig, außer zu hoffen, dass ihr dieses Video interessant fandet und dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich würde mich freuen. Macht's gut.